Es gibt einfach kein besseres Mittel gegen Hühneraugen als Meerwasser. Ich habe ganz andere Sorgen. Was macht dir Sorgen? Spuck's aus. Du. Das ist überflüssig. Reg dich ab. Gefällt's dir hier nicht? Es ist besser als London im Winter. Setz dich doch auch hier unten zur Ruhe, wie ich. Du ihn zur Ruhe setzen, den Tag möchte ich sehen. Ich habe mir ein Stück von diesem Paradies gekauft. Ich habe eine eigene Villa, einen Wasserski-Club, ein Apartmenthaus. Und das Haus, in dem du dich eingenistet hast, gehört auch mir. Ich glaube, ich werde seekrank. Oder ist es der Neid? Blöde Kerl bricht sich noch das Genick. Die zwei sind ein hübsches Paar, was? Joey hat mir gesagt, dass er für dich arbeiten wird. Ja. Ist die Sache sauber? Völlig lupenrein, Sammy, du kennst mich doch. Und ob ich dich kenne? Deshalb habe ich dich ja gefragt. Joey ist mein Neffe und ich will nicht, dass er in einem miesen, stinkenden Gefängnis verrottet. Wird er nicht. Davon will ich mich selbst überzeugen. Und wie? Ich werde ein paar diskrete Fragen stellen. Und zwar einer Verflossenen von dir, Elaine Charlesworth. Fang nicht an, in meiner Vergangenheit rumzustochern, da werde ich sehr sauer. Du kannst mir trauen. Ja, ich traue dir. Soweit ich ohne Anlauf spucken kann. Ich gebe dir noch einen Kalenderspruch mit auf den Weg, wenn Kinder mit dem Feuer spielen. Da können sie sich ganz leicht die Finger verbrennen. Nur eine freundliche Warnung. Jeanette. Jeanette. Charlesworth. Ja. Tut mir leid, ich weine. Hier ist Bill Stacy. Ein Freund von mir ist auf dem Weg zu Elaine. Er heißt Carson. Sammy Carson. Ist er auch ein Freund von ihr? Nein, und ich hätte es auch nicht gern, wenn sie sich beide treffen. Warum nicht? Sie kennen doch Elaine. Nach ein paar Gläsern Whisky fängt sie an zu quatschen und es gibt ein paar Sachen, die mein Freund nicht zu wissen braucht. Das ist ihr Problem. Auch ihres. Wie war's denn letzten Mittwoch beim Fischen, hm? Mittwoch ist wohl ein besonders guter Tag, um einen großen Fang zu machen. Seit wann interessieren Sie sich fürs Fischen? Ich nicht, aber ich kenne ein paar Leute, die zu gerne wüssten, was sie da rausholen und das soll doch wohl niemand erfahren, oder? Ich hab verstanden. Was schlagen Sie vor? Das wird dir nicht gefallen. Ich versuch's. Ja, schon gut. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass Elaine in Urlaub fahren soll. Oh, gute Idee.
Dann werde ich mich prächtig erholen. Jeanette, verdammt nochmal, was ist in letzter Zeit mit dir los? Schön, dass du es merkst. War Helene wieder eklig zu dir? Im Gegenteil. Wir verstehen uns prima. Die liebende Gattin und die Geliebte. So könnte es jahrelang weitergehen. Ich glaube fast, dass Helene an unserer Ehe zu dritt gefallen findet. Stell dir vor, neulich hat sie mir sogar zugelächelt. Oder sie hat mir die Zähne gezeigt. Jeanette, komm. Dir gefällt's vielleicht wirklich. John. Seit sie das mit uns rausbekommen hat, ist es schlimmer mit ihr geworden. Sie trinkt ein bisschen mehr, na und? Und redet zu viel. Du siehst es doch. Woher soll Stacy sonst wissen, dass du Mittwoch immer zum Fischen fährst? Deshalb hat er auch Angst, dass Helene seinen Freund trifft. Sie ist gefährlich, John. Ich werde dir mal was sagen, mein Lieber. Ich will endlich klar sehen. Ich bin noch jung und ich will nicht im Gefängnis alt werden. Da verlasse ich dich, Liebe. Wenn's gar nicht anders geht. So weit wird's nicht kommen. Ach nein. Dann glaubst du sicher auch, dass sie sich scheiden lässt. Sie würde lieber sterben. Ich glaube, da ist ein Kunde im Laden. Ja. Guten Tag. Kann ich etwas für Sie tun? Ja. Oh. Ein Freund hat mir gesagt, Sie haben schöne Imitationen von griechischen Vasen. Ja. Oh, Sie haben selber eine klassische Figur. Schon gut. Halte ich mich eben an den runden Formen auf den Regalen fest. Wenn Sie naturgetreue Kopien suchen, hätte ich etwas sehr Schönes für Sie. Ja. Ja, wirklich sehr gelungen. Ist Elaine Charlesworth zu Hause? Sind Sie ein Freund von ihr? Ein Freund von einem Freund, das trifft's eher. Sammy Carson ist mein werter Name. Bitte, wenn Sie hier warten wollen, ich sehe mal nach, ob sie da ist. Der Mann, den Stacy uns angekündigt hat. John. Ich rede mit ihm. Oh. Jeanette? Ja? Mit Helene werde ich klarkommen. Ehrenwort. Billige Imitation, gar nicht so schlecht. Aber nicht unbedingt dein Geschmack, Sammy. Nein, das Mäuschen in dem Laden schon eher. Irgendwas musste ich ja kaufen. Danke. Danke. Warum habt ihr euch nicht vorher angemeldet? Ja, eigentlich wollte ich ja durchfahren, aber dann war es mir doch zu weit. Warum seid ihr in ein Hotel gegangen? Ich habe genug Zimmer hier. Na fein, dann ziehen wir vielleicht morgen zu dir. Du lebst ja hier wie ein mittlerer Ölscheich. Sind Stacys Sommerhäuser alle so? Ja. Schön. Und davon hat er ungefähr ein Dutzend. Und das Apartmenthaus am Strand und den Wasserskiclub. Damit macht er sein Geld? Sagt er wenigstens. Glaubst du ihm nicht? Er ist ein verdammt schlechter Lügner. Ich kenne ihn seit Jahren. Ich wette, dass er lügt. Sammy, dein Neffe heiratet seine Tochter und nicht ihn. Schon, aber Stacy will, dass Joe in sein Geschäft einsteigt und das schmeckt mir nicht. Siehst du nicht vielleicht Gespenster? Ach, schön, wenn's so wäre. Heute Abend weiß ich's genau. Was passiert heute Abend? Heute Abend singt ein kleiner Vogel. Du bist ein so unbeschreiblicher Idiot. Wie konnte dir das passieren? Du wirst schon langsam schwachsinnig vor lauter Verliebtheit. Das hat auch nichts mit Jeanette zu tun. Ich habe einen Fehler gemacht. Das ist alles. Das ist alles? Und was machen wir? Wir müssen sie uns wiederholen. Darf ich einen Vorschlag machen? Oder wird mir dann gleich der Kopf abgerissen? Was willst du? Warum sagen wir ihm nicht einfach, dass die Vase zu einem Possen gehört, der schlecht gebrannt ist, und geben ihm eine andere als Ersatz? Die Vase ist fehlerlos, das sieht doch ein Trottel. Ich weiß schon, wie wir sie zurückbekommen. Hoffentlich ist dein Vorschlag besser als ihr genialer Einfall. Er kam her, um mit dir zu sprechen. Mit mir? So ist es, mein Schatz. Als ich merkte, was ich angestellt hatte, habe ich ihn angerufen. Ich habe ihm gesagt, dass du ihn heute Abend besuchen wirst. Du spinnst wohl. Das ist die einfachste Lösung. Was? Ich soll die Vasen vertauschen? Ist doch für dich eine Kleinigkeit. Er wohnt in einem von Stacys Sommerhäusern über dem Club. Er ist allein, wird dir was zu trinken anbieten und du verpasst ihm so eine Pille.
Mr. Carson? Immer rein in die gute Stube. Danke. Ich bin Elaine Charlesworth. Ja, nett, dass Sie gekommen sind. Nett, Sie kennenzulernen. Oh, besonders, weil Sie die Flaschen nicht verstecken. Lassen Sie. Ich mache mir schon selbst zurecht. Fühlen Sie sich wie zu Hause? Das wird mir nicht schwerfallen. Ja. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Und zwar über Bill Stacey. Er ist ein Schuft. Wie alle Männer. Ausgenommen Sie, hoffe ich. Sie waren doch mal befreundet. Wir waren sehr befreundet. Ziemlich lang sogar. Aber jetzt bin ich allein. Haben Sie ein bisschen Eis? Ich hol's Ihnen. Ist das Ihr Glas? Ja. Ich schenke Ihnen was ein. Ich trinke lieber in Gesellschaft. Ein guter Schluck Whisky macht einen Abend erst richtig gemütlich, finden Sie nicht? Ja, macht er auch gesprächig? Mal sehen. Aber zuerst sollten wir uns besser kennenlernen. Ich muss ja wissen, ob Sie Freund oder Feind sind. Ein Freund, natürlich. Gut. Ja, Temple? Ja, ja, natürlich kenne ich ihn. Er soll was sein? Das ist ja lächerlich. Nein, nein, bestimmt nicht. Ja, ich fahre so schnell wie möglich hin. Danke für den Anruf. Ich glaub's einfach nicht. Was glaubst du nicht? Sammy ist verhaftet worden. Weshalb denn? Mord. Der Hergang ist uns ziemlich klar, Mr. Temple. Er und Mrs. Charlesworth haben zusammen was getrunken. Er wurde zudringlich. Sie hat sich wahrscheinlich zur Wehr gesetzt und dann? So wird's etwa gewesen sein. Wie wurde Mrs. Charlesworth ermordet? Durch Erwürgen. Warum soll es Sammy getan haben? Er war noch da, als die Putzfrau die Leiche gefunden hat. Er hatte seine Trinkfestigkeit überschätzt. Ihr Freund war restlos betrunken. Er kam erst heute früh im Krankenhaus wieder zu sich. Wie lange kennen Sie Sammy Carson schon? Lange und gut genug, um zu wissen, dass er niemand umbringt. Hier ist Ihre Besuchserlaubnis für das Gefängniskrankenhaus. Naja, danke. Ich hätte sie Ihnen bestimmt nicht ausgestellt, aber Scotland Yard hat sich für Sie eingesetzt. Ach, Sie haben in dieser Angelegenheit schon mit London telefoniert? Ich habe gefragt, wie man dort Carsons Charakter beurteilt. Stimmt es mit Ihrem Urteil überein? Vollkommen. Monsieur? Danke. Ach, Kommissar, ich hoffe, es ist Ihnen klar, dass seine Schuld noch nicht bewiesen ist. Selbstverständlich. Einer meiner Leute wird Sie begleiten. Er ist bei Ihrem Gespräch dabei. Das verstehen Sie sicher. Wolltest du mit ihr anbandeln? Auf sowas stehe ich nicht, Paul. Wollte sie was von dir? Und wie, wenn ich sie gelassen hätte? Die Fakten sind folgende. Man fand sie erdrosselt und halb ausgezogen und du lagst bewusstlos daneben. Du hattest Kratzspuren im Gesicht und eine große Beule am Hinterkopf. Ich habe keine Ahnung, wer die Kratzer standen. Die Polizei hat bereits Haut, die unter den Fingernägeln der Toten war, mit deiner Haut verglichen. Sie stimmt überein. Ausgeschlossen, Paul. Ich habe sie nicht angefasst. Ich bin auf einmal umgekippt und im Hinfallen muss ich irgendwo mit dem Kopf aufgeschlagen sein. Dass das eine abgekartete Sache ist, sieht doch ein Blinder. Wirst du irgendwas unternehmen? Oder darf ich die nächsten paar Jahre hier liegen bleiben? Also, Paul, glaubst du im Ernst, ich würde eine Frau umbringen, die ich nie vorher gesehen habe? Und die ich gar nicht so gut fand? Und das nach 4 Whisky? Das glaubst du doch selbst nicht. Was ist deiner Meinung nach passiert, Sammy? Sie muss mir irgendwas Hübsches zusammengemixt haben. Wer? Mrs. Charlesworth? Sie muss es gewesen sein. Ich hatte die Tür abgeschlossen. Und als du bewusstlos warst, hat sie seelenruhig die Tür aufgeschlossen und ihren Mörder reingelassen. Was fehlt dem denn auf Lass einmal? Lass ihn, Sammy. Wir wissen ja, dass du es nicht getan hast. Paul versucht doch nur, die Wahrheit rauszukriegen. Die Polizei hat alle Gläser im Labor untersuchen lassen. Sie fanden nur Whiskyreste. Da versucht mich einer aufs Kreuz zu legen. Es gibt keine andere Möglichkeit. War Elaine Charlesworth der Vogel, der dir was vorsingen sollte? Ja. Über wen wolltest du was wissen? Bill Stacey. Ausgerechnet von Elaine Charlesworth? Sie war jahrelang seine Freundin. Wenn jemand wusste, was mit ihm los war, dann sie. Und hat sie gesungen? Dazu ist nicht mehr gekommen. Wenn Elaine dir nun im Auftrag von Stacey die Falle gestellt hat und er hat sie ermordet, um dich zu belasten. Das klingt irgendwie ganz überzeugend, aber so war es leider nicht. Wieso? Ich verstehe...
Warum kann es nicht so gewesen sein? Stacy hat ein Alibi für die ganze Nacht. Das hat die Polizei bereits festgestellt. Du denkst, dass ich es doch getan habe? Ach was, keine Rede. Ich sammle Tatsachen im Moment, nichts weiter. Das Denken besorge ich später. Schlaf dich aus. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Sammy. Paul lässt dich nicht im Stich. Wir kommen wieder. Scheint, als wäre der Fall aufgeklärt. Scheint so, ja. Die Indizien sind überzeugend. Trotzdem sind Sie noch nicht überzeugt. Ich bin vorsichtig, Mr. Temple. Für mich ist ein Fall erst gelöst, wenn jedes Stück des Puzzlespiels einwandfrei zusammenpasst. Und Sie passen noch nicht ganz. Möchten Sie und Ihre Frau vielleicht einen Kaffee? Ja, bitte. Ja, danke, sehr gern. Ja, danke. Einen Moment. Du hättest mit Sammy wirklich etwas rücksichtsvoller umgehen können. Paul, was machst du? Paul, was ist, wenn er plötzlich zurückkommt? Nein, der kommt nicht so bald. Er ist mit allen Wassern gewaschen. Was meinst du damit? Ich glaube, er wollte, dass ich rumschnüffle. Ton, das ist es. Was ist was? La Glace, die Tonerde. Der Kaffee wird gleich kommen. Oh. Ach, danke. Wie war nochmal die Übersetzung von La Glace? Das heißt Lehm oder Tonerde. Und jetzt? Jetzt wird's spannend. Sehen wir mal nach. Mit einer Haarnadel kriegen wir die nicht auf. Ja, wir versuchen es anders. Sag mal, bist du schwindelfrei? Ich spreche mit dir. Was hab ich mich da bloß eingelassen? Auf mich, Stiefelchen. Hm. Wenn du runterfällst, dann fange ich dich auch ganz bestimmt auf. Reizend von dir. Hoffentlich ist dein Fensterchen offen. Sehr nett. Na, was ist? Moment noch, ich glaube das hier. Steve? Steve! So blödsinnig Vasen aufstellen. Warum so umständlich, Mrs. Temple? Sie liebt nun mal große Auftritte, arme Steve. Guten Tag. Sie müssen Bill Stacy sein, Paul Temple. Sie haben heute Morgen Sammy besucht, hm? Ja. Wie geht's ihm? Ja, wie es einem so geht, wenn einem ein Mord angehängt wird. Aha. Möchten Sie einen Drink? Lieber nicht. Man weiß nie, wie das in diesem Hause endet. Glauben Sie, er war's? Was ich glaube, ist Nebensache. Die Tatsachen sind wichtig. Hat Sammy irgendeinen Verdacht? Ja, sicher. Er meint, Sie haben es getan und wollen es ihm in die Schuhe schieben. Hat er Ihnen noch den Grund dafür gesagt? Nicht direkt. Aber offenbar nimmt er an, dass Sie Ihre alten Gewohnheiten nicht lassen können. Nein, damit ist aus und vorbei. Wie mit Elaine Charlesworth. Sammy wollte Elaine über Sie ausfragen, das wussten Sie. Sie war eine Trinkerin und redete zu viel. Vielleicht wurde sie ermordet, damit sie nicht reden konnte. Worüber? Das müssen Sie wissen.
Ich bin Geschäftsmann, Temple, und es schadet mir, wenn über mich gequatscht wird. Sammy hat's dummerweise versucht, aber ich habe ihn nicht verschaukelt. Das ist nicht meine Art. Bleiben Sie und helfen Sie, Sammy, Sie sind mein Gast. Halten Sie mich gefälligst raus. Halten Sie Sammy für schuldig? Die Beweise sind gegen ihn. Sein Pech. Den könnte ich nicht ins Herz schließen. Drin sind wir nun mal. Und was jetzt? Keine Ahnung. Die Polizei hat bestimmt schon das ganze Haus auf den Kopf gestellt. Anzunehmen. Ich finde, die Bemalung ist ihm recht gut gelungen. Die Form stimmt nicht ganz. Die Originale waren etwas kleiner. Ja? Merkwürdig. Was? Die ist anders. Was meinst du? Diese Vase, die ist irgendwie anders. Wirklich? Was ist damit? Ich weiß nicht, aber die ist auf jeden Fall anders. Für was hältst du das? Lehm? Wahrscheinlich. Wie viel mag Sammys Neffe von dieser Geschichte wissen? Rein in den Teich! Halt sie fest! Ich habe ihn heute Vormittag besucht. Na und? Glauben Sie, er war's? Nein. Hat er Ihnen gesagt, dass es Stacy verdächtigt? Aber ich glaube, er hat Unrecht. Und Sie werden also in Stacys Geschäft einsteigen? Klar, warum nicht? Ein süßes Mädchen wie Sally, ein dufter Job und jede Menge Sonnenschein? Was will der Mensch noch mehr? Alles nach Maß, sagte der Schneider. Aber etwas zu teuer. Haben Sie auch noch andere? Ja, aber sie sind alle gleich. Sind die wirklich vollkommen gleich? Ja, natürlich. Ach so. Dann nehme ich die. Merci. Nein, Sie brauchen sie nicht anzupacken. So, bitte. Danke. Kommst du gerade von der Polizei? Musstest du sie identifizieren? Elaine, meine ich. Es war gar nicht so schlimm. Bin schon drüber weg. Sie hat ausgesehen. Man konnte gar nicht glauben, dass sie tot ist. Ich hole dir was zu trinken. Genau so eine haben wir doch. Ja, richtig. Das ist ja ziemlich merkwürdig. Was heißt das? Die Vase hier sieht genauso aus wie die, die wir heute früh in der Villa gesehen haben. Aber beide sind verschieden von der, die wir gestern gesehen haben. Wieso verschieden? Sie laufen in die andere Richtung. Sie? Die Figuren. Sieh mal hier. Auf der Vase, die Sammy uns gestern gezeigt hat, liefen die Figuren in entgegengesetzter Richtung. Von rechts nach links. Bist du sicher? Absolut. Dann hat also jemand die Vase, die Sammy gekauft hat, vertauscht. Ja, gestern Nacht. Such die andere Vase und du findest den Mörder. Das beweist doch, dass Sammy mit dem Mord nichts zu tun hat. Nein, das beweist nur, dass jemand die Vasen vertauscht hat. Paul, allmählich fange ich an zu glauben, dass du Sammy tatsächlich für den Mörder hältst. Das spricht alles gegen ihn. Aber jetzt wollen wir sehen, ob du recht hast. Was sagst du? Wie ein Ei dem anderen. Aber wir wissen nicht, ob die von gestern wirklich anders war. Aber 100%ig, meine ich. Oh, Paul, was hast du bloß in letzter Zeit? Sammy ist doch dein Freund und du zweifelst alles an, was ihn... Tue ich gar nicht, aber die Tatsachen sind gegen ihn. Ach, auf die Tatsachen. Das ist unmöglich, leider. Wo gehst du hin? Nachsehen, ob der arme Delinquent ein gutes Frühstück hatte. Abendessen.
Wir haben die ganze Geschichte schon mal durchgekaut. Ich kann dir nicht mehr sagen. Vielleicht fällt dir doch noch was ein. Wir fangen von vorne an. Es hat geklingelt. Ich bin zur Tür gegangen und habe sie reingelassen. Ja, und weiter? Sie steuerte auf die Flaschen zu und goss sich einen Whisky ein. Dann machte sie mir einen Drink. Hat sie ihn dir eingegossen? Ja, ich bin rausgegangen und habe Eis geholt. Sie wollte Eis haben? Ja, um damit die Getränke zu kühlen. Paul, ich glaube, Sammy hat jetzt genug. Was soll die Fragerei? Wir wissen, dass es nicht war. Ja, aber es geht doch darum, dass wir es auch beweisen können. Komische Freunde habe ich, das muss ich schon sagen. Sammy, nur noch eine Frage. Verschwinde endlich. Hatte ich gestern Abend noch jemand besucht, nachdem Steve und ich weg waren? Nur Elaine Charlesworth und jetzt die Leine. Und wenn du noch was wissen willst, geh zu meinem Anwalt. Tja, na schön, Sammy. Wenn dir noch was einfällt, dann gib uns Bescheid. Ach, übrigens, wir ziehen heute Abend in deine Villa. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie möchtest du heute deine Eier? Wenn du mich so fragst, möchte ich heute Morgen gar keine. Ja. Ich esse nur ein Brötchen mit Marmelade. Ich werde doch lieber gar nichts essen. Nur einen Kaffee. Danke. Was hast du eigentlich? Du gehst doch nie weg, ohne zu frühstücken. Bekannter Schriftsteller leidet an Appetitlosigkeit. Ist ja furchtbar. Ich habe das Gefühl, dein Freund Sammy liegt dir im Magen. Wie willst du ihn da rauspauken, hm? Weißt du, damals, als ich noch ein kleiner Junge war, da stand ich mal... Bleib beim Thema. Also ich stand ganz oben an einem langen, schneebedeckten Hang. Ich machte einen Schneeball und ließ ihn den Hang hinunterrollen. Paul, ich will wissen, wie du Sammy helfen wirst. Und der Schneeball rollte und rollte und rollte und wurde dabei immer größer. Und schließlich war es eine richtige Lawine. Deine Jugenderinnerungen interessieren mich im Moment nicht. Das ist doch faszinierend, was aus diesem kleinen Schneeball geworden ist. Wo gehst du denn hin? Ein Bad nehmen. Ach, ich dachte, du hättest schon gebadet. Ich bade eben noch mal. Darf ich dir Gesellschaft leisten? Schließlich lebt der Mensch nicht nur vom Brot allein. Du wirst es wohl müssen. Oh Herr, das sind ja furchtbare Drohungen. Ich habe noch nie gehört, dass jemand an Enthaltsamkeit gestorben ist. Ist schon möglich, aber Leben kann man das auch nicht nennen. Aber das ist genau das Leben, das du in Zukunft führen wirst. Geh baden. Ich dachte, du hast keinen Hunger. Denk nicht daran, alles aufzugeben. Ach, Paul! Lass das Theater. Wie geht's jetzt weiter? Ich komm mal runter. Du, hier unten ist aber keine Badewanne. Jetzt lass doch mal. Was wird mit Sammy? Tja, ich nehme an, er wird vor Gericht gestellt. Paul, also jetzt hör auf rumzualbern. Ich weiß, dass du mich auf den Arm nimmst. Sag mir endlich klipp und klar, was los ist. Na gut. An dem Beweismaterial ist überhaupt nichts auszusetzen. Und die polizeiliche Untersuchung war gewissenhaft, sachkundig und fair. Trotzdem ist das Ergebnis falsch. Und das musst du beweisen. Natürlich würde ich nichts lieber tun als das. Kannst du mir dann erklären, warum du nur dumme Witze machst und nichts unternimmst? Steve, Sammy hat die Frau nicht umgebracht. Und das wissen nicht nur wir beide, sondern ich habe das Gefühl, unser cleverer Kommissar weiß das auch. Deshalb sollte ich mir wohl auch die Akte ansehen. Warum? Wenn die Polizei einen Fall untersucht, muss sie sich streng an die Vorschriften halten. Aber... ich habe da viel mehr Freiheit. Und der Kommissar erwartet sicher, dass ich das ausnutze. Wie? Das habe ich doch gesagt. Ich werde einen Schneeball machen. Stacy war pleite, als er herkam. Wie hat er dann dieses Vermögen gemacht? Es reichte noch für eine Motorjacht. Und mit dem Boot hat er so viel Geld verdient? Ja, er hat es ein paar Jahre lang vermietet. Die Einnahmen müssen ja riesig gewesen sein. Waren sie auch. Und so viel Geld zu scheffeln, müsste es die Queen Mary sein. Da drüben liegt es. Stacy hat es zusammen mit Elaine Charlesworth gekauft. Mit Elaine? Ja, sie hat sich zur Hälfte beteiligt. Als er ins Immobiliengeschäft einstieg und die Ferienvillen kaufte, hat er ihr seinen Anteil überlassen. Was halten Sie von Stacy? Er hat eine weiße Weste. Und Sammy? Der tut keiner Fliege was. Ja.
Carson gut? Ziemlich gut. Wie kann ein Mensch bloß sowas tun? Wir sind jetzt schon 15 Jahre hier. Wir haben uns ein schönes Geschäft aufgebaut. Wir exportieren nach ganz Europa. Tatsächlich? Ohne Elaine hätte ich es nie so weit gebracht. Haben Sie Carson besucht? Ja, hab ich. Zweimal. Sie exportieren nach ganz Europa? Ja. Die hier gefällt mir ganz besonders gut. Ist auch ein Verkaufsschlager. Kann ich mir denken. Meine Frau hat gestern auch eine gekauft. Ich fände es eigentlich ganz schön, wenn man zwei davon hätte. Wenn man sie nebeneinander stellen will, sollte man eine haben, auf der die Figuren links herumlaufen. Haben Sie zufällig eine davon? Leider nein. Ja, schade. Das war ja bloß eine Idee. Dann nehme ich eben diese hier. Bitte. Ach, übrigens... Ja? Ich war vorhin unten am Hafen und habe versucht, ein Boot zu chartern. Leider ohne Erfolg, aber man hat mir gesagt, ich soll Sie fragen. Ich vermiete nicht. Ach, merkwürdig. Man hat mir aber gesagt, Sie vermieten. Meine Frau hat es früher gemacht, aber in den letzten Jahren haben wir es ausschließlich selbst benutzt. Ich bin Sportfischer. Na, ich verstehe. Na ja, dann Petri heil. Jeden Mittwoch. Eigenartig. Was ist mit der Seekarte? Ah, ja, Moment. Ja. Verstanden. Ja. Ich glaube, das hat mich ein gutes Stück weitergebracht. Wir bleiben in Verbindung. Wiederhören. Morgen ist doch Mittwoch, nicht? Ja. Wie geht's, Sammy? Na, er ist deprimiert. Legst du dir eine Sammlung zu? Nein, aber schließlich braucht man einen Vorwand, Paul, wenn man jemand ausfragen will. Hör mal. Sammy und ich haben uns was überlegt. Ach, Herrje. Ach, mach nicht gleich wieder Witze. Ich bin todernst. Jeanette und Charlesworth haben Sammy absichtlich die falsche Vase verkauft. Warum? Damit Elaine herkommen musste, um sie zu vertauschen. Ja, aber ich... Nein, bitte, bitte unterbrich mich nicht. Sie hat ihm einen Drink gemacht, richtig? Mhm. Weiter. In den Whisky hat sie ihm ein Schlafmittel getan, worauf Sammy nach kurzer Zeit sanft entschlummert ist. Dann ließ sie ihren Mann mit der anderen Vase rein. Er tauscht die Vasen aus und erwürgt seine Frau. Dann nimmt er ihre Hand und zerkratzt mit ihren Fingernägeln Sammys Gesicht. Dann braucht er nur noch die Vase zu nehmen und nach Hause zu gehen. Und niemand wird ihn verdächtigen. Ja, es klingt alles sehr plausibel, aber es fehlt eine Kleinigkeit. Was denn? Das Motiv. Habt ihr euch mal überlegt, aus welchem Grund Charlesworth seine Frau umgebracht hat? Ist denn das nicht klar? Nein. Jeanette hat ihn dazu überredet, damit er sie heiraten kann. Nein, das Motiv ist nicht stark genug, Steve. Aber ich muss zugeben, eure Theorie ist gar nicht schlecht. Wir müssen nur herausbekommen, warum ihr so viel an der Vase lag. Irgendwas ist wertvoll daran. Und das holt man am Mittwoch beim Fischen. Jetzt lasse ich meinen Schneeball rollen. Atelier Delphine, Charlesworth. Sie werden Schweigegeld ausspucken müssen, Charlesworth. Sie müssen bezahlen, kapiert? Sind Sie noch da? Wer sind Sie? Fahren Sie morgen wieder zum Fischen? Sie sind falsch verbunden. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Das wissen Sie sehr gut, Charlesworth. Keine Angst, ich bin nicht von der Polente. Ich will bloß eine Scheibe vom Kuchen abhaben, das ist alles. Machen Sie auf jeden Fall morgen Ihre Tour, klar? Ich melde mich wieder. Verdammt.
Einer von Stacys Männern aus dem Clubhaus. Er sagt, es wäre nur ein Spaß, aber im Grunde wollte er verhindern, dass ich Charles was folge. Paul, ich verstehe kein Wort. Was hat es zu bedeuten? Das gehört zu meinem... Schneeball. Ja. Hat Charles was Sie erkannt? Auf keinen Fall. Er war zu weit weg. In circa einer Stunde wird er zurück sein. Rufen Sie die schöne Jeanette an und heizen Sie ein. Nennen Sie ihr irgendeine fingierte Adresse in London. Einen Namen brauchen wir. Smith. Guten Morgen. Morgen. Entschuldigen Sie die Störung, aber ich hielt es für besser, selbst vorbeizukommen. Carson ist aus dem Gefängniskrankenhaus geflohen. Zu allem Überfluss hat er auch noch eine Pistole. Ach, herrje, herrje, und er kann auch noch damit umgehen. Entschuldigen Sie, ich melde mich wieder. Ja, gut. Carsons Neffe, nicht? Ja. Carson hat sich mit seiner Flucht keinen Gefallen getan. Das kommt natürlich in die Zeitung und Sie wissen, wie die Leute denken. Natürlich. Man wird seine Flucht für ein Schuldgeständnis halten. Wenn er hier auftaucht, benachrichtigen Sie mich sofort. Dann bleibt die Sache unter uns. Woher hat er die Pistole? Von einem der Wärter. Carson hat sie ihm abgenommen. Bitte. Auch für Ihre eigene Sicherheit. Rufen Sie... Ja, ich rufe Sie an, wenn er hier aufkreuzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er hierher kommt. Mein Mann ist sein Freund. Er würde ihn nie in diese Geschichte mit reinreißen. Dein Glückstag heute, was? Und Sie schicken es heute noch ab, verstanden? Ja. Ich habe verstanden. Was war? Er will 30.000 Pfund. 30.000? Aber kein Geld. Sondern? Er will unsere übliche Exportware. Wir sollen sie in eine Kiste packen und an eine Adresse in London schicken. Hat er gesagt, an wen? Die Adresse habe ich aufgeschrieben. Der Name ist Smith. Er hat irgendwas rausgekriegt. Kann auch sein, dass er nur einen Verdacht hat und blufft. Nein, er hat davon erfahren. Also, was machen wir? Bezahlen wir oder übergehen wir es einfach? Wie sollen wir das übergehen? Der weiß genug, um uns zu verpfeifen. Wir werden bezahlen müssen. Im Wert von 30.000 Pfund? Was bleibt uns übrig? Wann sollen wir es abschicken? Er hat gesagt, heute noch. Warum hier unten, Sammy? Weil wir hier ungestört sind. Und uns deine lieben Nachbarn nicht beobachten können. Sammy! Das war eine Riesendummheit abzuhauen. Halt ihr Schnauze! Sammy! Nein, Sammy nicht, sonst muss ich dir eins überbraten. Okay, hör auf. Du sollst aufhören! Ja, ist ja gut. Komm, steh auf, es tut mir leid. Sei doch vernünftig, komm her. Hör mir zu, Sammy. Und wenn du jetzt nicht endlich aufhörst, dann reiß ich dir die Ohren ab. Ja, lass doch los, also jetzt ja. Und? Na, endlich. Also, Stacy hat mit dem Mord nicht... Nein, du mich! Paul! Lass den Blödsinn! Ihr beide benehmt euch wie die Halbstarken! Hast du gehört, was du bist? Ein Halbstarker. Pass doch auf! Sammy! Das Ganze ist ein Missverständnis, Sammy. Ja? Ich hab dir auf den Schlips getreten, was?
weil ich ein paar Fragen über deine Geschäftspraktiken stellen wollte. Fragen, die mir Alan Charlesworth beantworten konnte, richtig? Richtig? Richtig, richtig, du hast ja recht. Und du hast sie angestiftet, mir ein Schlafmittel zu verpassen, und dann bist du reingelatscht und hast sie mit deinem fetten Pranken umgebracht, richtig? Nein, falsch! Es ist wirklich falsch, Sammy. Naja, zum Teil wenigstens. Sie haben krumme Geschäfte gemacht, stimmt's? Aber vor ein paar Jahren haben sie damit aufgehört, hm? Als sie ihr Boot an Elaine verkauften, haben sie ihren Geschäftsanteil gleich mitverkauft und wurden, wie man so schön sagt, ehrbar. Du hast einen cleveren Freund, Sammy. Heißt das vielleicht, er ist jetzt ehrlich? Na ja, ja. Er ist ein achtbarer Geschäftsmann. Deshalb wollte er nicht, dass du Elaine Charlesworth aus seiner Vergangenheit ausfragst. Das wäre ihm sehr peinlich gewesen. Und Mr. Stacy ist auf seinen guten Ruf bedacht. Verraten Sie uns, was das für Geschäfte waren. Bitte, wie Sie meinen. Das macht auch Spaß, sowas rauszukriegen. Na komm, Steve. Sammy, tu mir einen Gefallen, ruf die Polizei an und stell dich. Ich lass dich nicht im Stich. Guten Morgen. Oh, hallo. Wir fahren gerade ein bisschen spazieren und da dachte ich, schaust du mal rein. Meine Frau interessiert sich für Töpferei. Du hast selber schon so ein bisschen mit Ton rumgemanscht, nicht? Ich muss mich für meinen Mann entschuldigen. Ja, er ist heute früh in unerträglich guter Stimmung. Ach, halt das doch bitte mal, Steve. Und wissen Sie, im Grunde hasse ich diese Dinge, aber manchmal sind sie ganz brauchbar. Na schön. Sehen wir uns mal um. Na? Na? Ein Spezialauftrag? John! Was haben Sie hier zu suchen? Ich verfolge einen Schneeball. Ich bin überzeugt, ich kenne diesen Mister. Jedenfalls kommt mir der Name bekannt vor. Geht die auch mit? Sagen Sie endlich, was Sie hier wollen. Na, wissen Sie, ich habe einen Schneeball ins Rollen Keine gebracht. Keine Angst, das ist völlig normal. Lass ihn rollen. Ja, womit fangen wir denn nun an? Na klar, mit dem Motiv. Wer seine Frau umbringt, muss einen triftigen Grund haben. Wovon reden Sie, Mensch? Sie haben leider Spuren hinterlassen. La Glace, Tonerde. In den Polizeiakten wird erwähnt, dass winzige Spuren davon in den Kleidern und am Hals ihrer Frau waren. Lächerlich. Lächerlich? Warum hätte ich sie umbringen sollen? Weil sie ihr nicht mehr trauten. Sie trank, sie hätte aus der Schule plaudern können. Elaine war ein Risiko für sie, aber warum? Was hat sie gewusst? Verschwinden Sie endlich! Du warst es! Du hast sie ermordet! Hast du wohl nicht mehr alle? Entschuldigen Sie, guter Herr. Jetzt machen Sie aber, dass Sie rauskommen. Ich bin doch gerade erst reingekommen. Können Sie beweisen, dass er Sie getötet hat? Ach was, der Kerl versucht auch nur... Halt die Klappe! Ich will hören, was er zu sagen hat. Sie sind ja so wissbegierig. Na, lauschen Sie. Wenn jemand das Motiv für eine Tat nicht verraten will, gibt es nur einen sicheren Weg, es zu erfahren. Man muss ihn pausenlos bearbeiten. Natürlich ohne, dass er es merkt. Schließlich wird er sein Geheimnis verraten, weil er davon überzeugt ist, dass man es schon kennt. So einfach ist das. Sie irren sich, es gibt kein Geheimnis. Es gibt eins und ich finde es auch. Das eigentliche Motiv für den Mord. Haben Sie nicht gesagt, Sie machen keine Vasen, auf denen die Figuren links rumlaufen? Was fällt Ihnen ein? Sind Sie verrückt geworden? Bleiben Sie, wo Sie sind, Mr. Charlesworth. Sie wissen ja, was mein Mann finden wird, aber ich bin schrecklich neugierig. Das ist furchtbar mit ihr. Er wird überhaupt nichts finden. Nein. Es ist Ihnen doch hoffentlich klar, dass Sie für den Schaden aufkommen müssen. Ja, ja, natürlich. Bis jetzt beläuft sich die Rechnung auf 80 Pfund. Oh, ich bekomme doch Mengenrabatt. Sie holen das Zeug mit Ihrem Boot auf See ab. Wahrscheinlich von einem vorbeifahrenden Frachter. Und dann verschicken Sie es in diesen Vasen weiter. Was ist eigentlich drin, Drogen? Entschuldigen Sie, wenn ich das sage, Temple, aber Sie benehmen sich wie ein Vollidiot. Ja, das wäre nicht das erste Mal. Schatz, zerschlag doch mal die Henkel. Das macht dir sicher Spaß. Ich könnte mir vorstellen, dass sie hohl sind. Ja. Warum lässt du mich erst so eine gewaltige Rechnung machen? Sieh an, wie es funkelt. Was? Edelsteinschmuggel, alles ungeschliffene Diamanten. Das nützt Ihnen wenig. Ich würde nie im Leben meiner Frau eine geladene Pistole in die Hand geben. Du Schwein! Du Schwein! Ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass die füreinander bestimmt sind. Bringen Sie sie raus! Mm-hmm.